Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Pika schlägt auf einfache Art Screencasts als animiertes GIF-Bild. Mit Peak lassen sich auf sehr einfache Art und Weise Screencasts als animiertes GIF-Bild erstellen. Die nächste Version der Anwendung wird zudem das WebM-Videoformat unterstützen. Nur Wayland stellt das Programm noch vor eine größere Herausforderung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das Sprichwort dürfte wohl jeder kennen. Aber was sagt denn dann ein Video aus? 1000 Worte im Quadrat? Egal. In vielen Situationen erklärt ein kurzer Screencast, also das Abfilmen des Geschehens auf dem Desktop, ein Problem oder eine durchzuführende Aktion deutlich besser als ein langer Text mitsamt Bildern. Von daher gibt es auch eine große Palette an Screencast-Apps. Von Simple Screen Recorder bis Record My Desktop. Gegenüber diesen besitzt Peak kaum Funktion. Doch das kleine Programm will sich mit den großen gar nicht messen. Es nimmt den Desktop als GIF auf und produziert so Videos, die sich leicht in Webseiten einbetten lassen. Die ersten Commits von Peak stammen aus dem Dezember 2015. Seitdem wurde recht aktiv am Programm entwickelt. In den letzten 2 Monaten nahm die Entwicklung jedoch besonders viel Fahrt auf. Über die Mailing-Funktion von GitHub kommen täglich News rein. Als noch recht junges Programm findet sich Peak noch nicht in den Paketquellen der großen Distribution. Für Ubuntu gibt es jedoch eine PPA-Paketquelle. Unter Arch Linux lässt sich die Anwendung recht einfach aus dem AOR installieren. Für andere Distributionen liefert Peak die entsprechenden Installationshinweise auf der GitHub-Seite. So zum Beispiel für Ubuntu Debian. Und Peak kann man wie folgt bei Linux Mint installieren. Einfach ein Terminal öffnen und dann die entsprechenden Befehle kopieren und eingeben. So zum Beispiel als erstes das Repository installieren. Passwort eingeben, dann ein Update durchführen und dann zum Schluss einfach Peak installieren mit apt-get install peak und fertig. Das Programm findet man dann unter Menü, Zubehör und Peak. Bei der Oberfläche hat sich Peak ganz bewusst am Screencast-Tool LizeCap für Windows orientiert. Das Programm blendet ein skalierbares, transparentes Fenster ein. Alles, was in dessen Rahmen liegt, wird bei einem Klick auf Record bzw. Aufnehmen als Video erfasst. Einfach aufnehmen und nun kann man das aufnehmen, was man zeigen möchte. Nach einem Klick auf Stopp sichert Peak das Ergebnis dann umgehend als animiertes GIF-Bild auf die Festplatte. Einfach Name und Ort eingeben und speichern. Die GIF-Animation findet man dann im Verzeichnis Videos wieder. Einfach auf die GIF-Datei doppelklicken und schon wird die Animation gezeigt. Richtige Videoformate unterstützt Peak bislang noch nicht. Support für WebM steht jedoch nicht nur auf der To-Do-Liste. Der Code dafür ist bereits fertig und landet in der nächsten Version. Über das Menü von Peak kann man im Übrigen auch die Infos abrufen und man kommt auch zu den Einstellungen. Aktuell funktioniert Peak nur mit X11. Wer also bereits ein aktuelles System mit Wayland einsetzen sollte, muss beim Start des Systems auf X11 umstellen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, arbeitet es sich mit Peak sehr einfach. Programm starten, Rahmen ausrichten und den Screencast aufnehmen. Dabei sollte man beachten, dass animierte GIFs natürlich für längere Aufnahmen nicht das perfekte Format sind. Um die Dateigröße im Rahmen zu halten, sollte man daher nur das aufnehmen, was es abzubilden gilt. Auch sehr viele Änderungen im Bild blähen die Dateigröße schnell enorm auf. Schon während Peak den Dateidialog zum Speichern des Screencasts anzeigt,
baut das Programm im Hintergrund das animierte GIF zusammen, was die auf der CPU liegende Last nach oben jagt. Je nach Größe der Aufnahme dauert dieser Vorgang schnell bis zu ein paar Minuten. An dieser Stelle möchte ich noch das alternative Programm Byzanz vorstellen. Byzanz ist ebenfalls ein Programm, um Screencasts als animiertes GIF-Bild zu speichern. Byzanz findet man im Paketmanager von Linux Mint. Einfach nach Byzanz suchen und installieren. Draufklicken, installieren. Byzanz ist ein kleiner Screencast-Recorder für die Kommandozeile. Das war UserPowerful Open Screencast. Ciao und viel Glück!